Lord Pappnase. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Projekt. Wir spielen Enclave. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein wunderbares Mittelalter-Hack-and-Slay-Spiel. Am besten ist es zu beschreiben mit der Jedi Knight-Reihe, also Jedi Knight 2, Jedi Knight 3 bzw. Jedi Academy. Nur halt im Mittelalter. Es spielt sich quasi genauso. Das Level-Design ist ganz cool. Ich würde aber sagen, wir starten einfach rein, bevor das Spiel macht, was es will. Hilfe. Wir starten einfach in ein neues Spiel rein. Ich würde sogar sagen, spielen wir auf schwer? Ich habe Bock auf eine Herausforderung. Wir spielen auf schwer. Let's go. Das wird super. Und wir nennen das YouTube-Nase, damit ich das auch zuordnen kann. Wie gesagt, es ist ein wunderschönes Spiel, das viele nicht kennen und es schwer zu erklären ist. Wie gesagt, wir gehen rein. Wir haben hier eine Kampagne des Lichts. Später schalten wir auch noch eine Kampagne der Dunkelheit frei. Aber gehen wir rein und genießen zuerst das Intro. Niedergeschrieben in einem alten Buch, das verschlossen in der bewachten Bibliothek von Mechelon unter dem Staub von Jahrhunderten begraben liegt, findet sich die Geschichte über die Entstehung der Kluft. Selbst wenn es für die meisten nicht vorstellbar ist, dass es jemals eine Zeit gab, in der die Kluft noch nicht die Enklave und die Outlands voneinander trennte, so waren sie doch einst vereint. In jener Zeit existierten Länder, in denen wahrhaftige Magie vermutet wurde, waren sie jedoch gesegnet mit Fruchtbarkeit und Überfluss. All jene, denen die Segnungen dieser Erde nicht zu eigen waren, die durch den Pakt von Jifuro geschützt wurden, gierten nach diesen Ländern. Der mächtige Dämon Vatar gehörte zu diesen neidischen Kreaturen, denn er glaubte unumstößlich daran, dass ihm die Magie der Länder dazu verhelfen könnte, unbesiegbar zu werden. Und so führte er sein Heer der Verdammnis in den Krieg gegen die Bewohner dieser Länder, um sie an sich zu reißen. Eine unerbittliche Schlacht entbrannte und schien kein Ende zu nehmen, bis letztendlich der mächtige Zauberer Zael sich Vatar entgegenstellte, um das Land zu beschützen. Als jegliche Hoffnung verloren schien und Vatars endgültiger Sieg offensichtlich bevorstand, entschied sich Zael zum Äußersten. Voller Zorn und Schmerz rammte der Zauberer seinen Stab tief in die Erde. Die Welt erzitterte und spaltete sich unter Vatars Füßen. Ein Aufschrei des Entsetzens entfloh der Kehle des Dämonen, als er merkte, dass er um den Sieg gebracht worden war. Jedoch war der Triumph über Vatar mit einem hohen Preis erkauft worden. Die Kluft, die durch Zaels mächtigen Schlag entstand, war zu groß, um überbrückt zu werden, und teilte das Land wie auch seine Bewohner. Jene, die gekommen waren, um ihren Brüdern im Kampf gegen die Armee der Dämonen beizustehen, kehrten in ihre Heimat Mechelon zurück, fassungslos und schweren Herzens. Der Pakt von Jifuro war gebrochen und sie waren von ihren Brüdern getrennt worden. Die Bewohner der Outlands, ein finsteres und selbstsüchtiges Volk, wurden als die Dregatar bekannt. Und die Enklave des von Magie erfüllten Landes, die von der restlichen Welt abgespalten worden war, entwickelte sich zu einer friedvollen Stadt namens Seelenheim. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden, und seit das Land auseinandergerissen wurde, schien es, als würde die Magie, die die Welt umfließt, diese wieder zusammenführen. Die Kluft wurde schmaler und konnte bereits an einigen Stellen überwunden werden. Es hätte eine Zeit des Glücks und der Freude sein sollen, doch sie war es nicht. Denn immer noch trachteten die gierigen Dregatar nach diesem magischen Land. Ein Raubzug nach dem anderen wurde gegen die Enklave geführt, mit der Absicht, sie zu schwächen und den Hauptstoß so bald wie möglich durchzuführen. Brandschatzungen und Plünderungen hatten Seelenheim in einen Zustand extremer Unruhe versetzt. Hohe Steuern wurden den Einwohnern aufgebürdet, um die Verteidigung der Stadt zu sichern. Das wiederum führte zu Aufruhr und zu vereinzelten Aufständen innerhalb der Enklave. Einige Aufständische landeten sogar im Gefängnis, zusammen mit dem wahren Feind. Und hier beginnt unsere Geschichte, mit einigen rebellischen Sandkörnern in der ewigen Sanduhr des Lebens. Es geht los. Ah, ich freue mich so. Ein fantastisches Intro. Einfach nur auf einer Buchseite erzählt, aber irgendwie episch. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben.
Ilion Kerker, du hast versucht, die Bewohner deines Dorfes vor Steuereintreibern zu beschützen. Sehr ehrenvoll. Für dieses rebellische Verbrechen gegen Seelenheim wurdest du ins Gefängnis geworfen. Gerade erwachst du aus deiner Bewusstlosigkeit. Gefangen, du musst einen Weg aus der Zelle herausfinden, bringe eine Waffe in deinen Besitz, besiege die Feinde, flüchte aus dem Kerker. Sehr schön. Und guck mal, ich finde, das Spiel kann man heute noch sehr, sehr gut angucken. Es ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen, ich glaube 2003. So. Sie sperren also auch ihre eigenen Leute ein, wie ich sehe. Das Geräusch, das du hörst, ist der Klang deines Todes. Der gewaltige Donner meiner Landsleute. Der Klang der Drägatar, die deine Leute abschlachten und die Wände dieser armseligen Festung einreißen werden. Sie kommen, um mich zu befreien. Und wenn sie dich nicht zuerst in die Finger bekommen, dann werde ich dich selber mit meinen Händen... Räum's! Sehr schön. Sehr schöne Ansprache, leider hat sie nichts gebracht. Und Stein erschlagen. Ja, das sind wir. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Jedi Knight 2, nur im Mittelalter. Weil wir können, wie gewohnt, unser Schwert, respektive unser Lichtschwert, einfach rumhauen, bisschen kämpfen. Und man bewegt sich immer in so geschlossenen Levels. Was ich aber gar nicht schlecht finde, weil mir geht diese Open-World-Mentalität, die wir in letzter Zeit haben, gehörig auf den Sack. Wir haben eine Fackel gefunden. Ah, das überlebt er nicht. Und wie ihr seht, ouch, rechts oben haben wir eine Goldanzeige. In jedem Level gibt es nämlich Schätze versteckt. Und zwar mal mehr, mal weniger gut. Und ich kann euch an der Stelle mal zeigen, wie gemein das unter anderem sein kann. Nämlich, man muss sich hier so ein bisschen draufstellen. Und dann kann man hier hoch und findet zwei Goldsäcke. Ich werde auch versuchen, 100%, was heißt ich werde versuchen, wir werden definitiv 100% machen, weil ich da ultra Bock habe. Enclave ist nämlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und es ist sehr kurzweilig. Also man kann das auch einfach mal nach Feierabend so eine halbe Stunde spielen und schafft es halt trotzdem, richtig Progress zu machen. Und das ist richtig angenehm. Und wie gesagt, es sieht heute immer noch gut aus, finde ich. Und ist auch sehr, sehr gut spielbar. Auf modernen Systemen kann es mal ein bisschen sein, dass ihr ein bisschen rumtüfteln müsst. Wegen Lichteffekte etc. Aber jetzt nichts, was nicht im PC-Game-Wiki stehen würde und was man nicht lösen könnte. Also alles gar kein Problem. Und Tepper. Ja, ich dachte mir, das machen wir als zweites neues Projekt neben Gothic 3. Weil ich will halt auch meine Channels so ein bisschen erweitern, was das Spieleportfolio angeht. So, jetzt haben wir auch ein Schild. Mit dem können wir dann auch abblocken. Wobei ich das Schild tatsächlich sehr wenig benutze, weil ich hau einfach ganz wild auf den Gegner drauf. Mein Motto ist, ein toter Gegner kann mir keinen Schaden mehr machen, dann brauche ich auch kein Schild mehr. So, wir haben jetzt hier die Abkürzung aufgemacht. Bin mir nicht ganz sicher, was das in dem Level bringt. Vielleicht ist es einfach nur designtechnisch so gut. Und eine Besonderheit in Enclave mag ich auch, in sehr vielen Level geht sehr viel kaputt. Es war alles sehr geskriptet, also das ist alles keine Physik, sondern das ist alles vorberechnet. So, die Steine und so fliegen jedes Mal gleich, egal wie oft man das Level spielt. Aber ich mag das trotzdem sehr, sehr gerne, dass die Levels nicht so statisch wirken, sondern dass man das Gefühl hat, dass das wirkt organisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wie gesagt, ich liebe dieses Spiel einfach. Und ich finde es immer noch sehr bedauerlich, dass es nie einen zweiten Teil gibt oder gab. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch was. Ich habe jetzt erst gesehen, es kam eine... Ah, ein Fass. Hilfe! Es gibt wohl eine HD-Version für Konsolen jetzt neu rausgekommen oder sowas. Ich habe das gar nicht richtig verfolgt. Aber vielleicht tut sich ja mit dem Franchise doch noch was. Das würde mich sehr freuen. Aber die Aussichten sind eher klein. So, jetzt kann man hier an diesem... Ich würde mal sagen, das ist so ein kleiner Balkon. Sims? Keine Ahnung. Hier gibt es nämlich auch nochmal Gold, sehr gut versteckt. Wie ihr seht, haben wir schon 40 von 50 Gold. Uns fehlen nur noch 10. Und den Rest kriegen wir auch noch her. Sammeln wir mal noch die Heiltränke hier ein. Nur wo sind denn jetzt die letzten Goldstücke hier? Ah, wir haben sie schon. Perfekt. Das ging fix. Sehr gut.
Ja, wenn man alles Gold hat, dann neigt sich auch das Level schon dem Ende zu. Weil, wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr kurzweilig. Und man kann so eine Mission locker, wenn man sie schon ein bisschen kennt, durchballern. Und wir werden ab. Das war das. Ein weiterer tapferer Krieger. Mission 2. Wir sollten uns zusammentun. Das war übrigens gerade die Stimme von Bulma aus der Serie Dragon Ball. Ist mir auch erst letztens aufgefallen. Eine neue Mission wurde freigeschaltet. Das Schwert, das wir eingesammelt haben, Schild und so weiter. Sehr schön. Flupp. Und dann haben wir so eine Übersichtskarte, wobei die auch nur kosmetisch ist. Wobei ich sie sehr schön finde. Hat so ein bisschen was Herr-der-Ringe-mäßiges, ne? Da oben Mordor. Vielleicht ist unten links das Auenland. Und hier sehen wir auch nochmal, wir haben 50 von 50 Gold im Kerker. Und jetzt können wir hier in die nächste Mission. Ilion Vorposten. An der Oberfläche angekommen, begegnet dir eine Bedrohung, die noch größer ist als die Gefangennahme. Der Vorposten wird angegriffen. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Brüdern aus Selenheim, um die Eindringlinge abzuwehren. Rette den Vorposten, besiege die Dregatar, vernichte den feindlichen Hauptmann. Das ist eine wichtige Kamerafahrt. Sehr gut. Ich könnte hier deine Hilfe gebrauchen. Ich bin schon dabei. Wo wimmelt es nur so von Feinden? So, jetzt haben wir eine Armbrust. Da können wir wechseln. Und jetzt sehen wir oben links, wir haben Armbrust ausgewählt und 60 Bolzen. Und das funktioniert auch ganz gut. Also man kann relativ gut treffen. An sich ist das Spiel einfach sehr schön. Wir können auch gerne alle Charakterklassen mal so ein bisschen durchprobieren. Ich zeige euch gleich noch, wie das dann im Endeffekt funktioniert. Da werde ich gerade ein bisschen von den Katapulten von draußen getroffen. Aber während ich das so spiele... Aber jetzt müssen wir den Außenposten retten. Wir werden angegriffen. Während ich das so spiele, hätte ich vielleicht auch mal Bock, die Jedi Knight-Reihe vielleicht ein Let's Play draus zu machen. Und zwar von Beginn. Also mit Dark Forces angefangen. Da kommt jetzt ja auch ein Remake raus, habe ich gestern gesehen. Damit man das, oder ein Remaster, damit man das auf modernen PCs auch mal vernünftig spielen kann. Da hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Das wäre vielleicht auch ein cooles Projekt. So die Jedi Knight Dark Forces Reihe. Hier immer alles schön kaputt geht. Und da ist ein Ork. Lasst ihn uns kaputt hauen. Ich weiß übrigens noch nicht... Oh, da explodiert gleich was. Ob ich hier die Facecam vielleicht nach links setze, damit ihr die Gegner-HP gut sehen könnt. Werde ich mal probieren müssen, wie das wirkt. Also nicht erschreckt sein, wenn ich plötzlich auf der anderen Seite auftauche in diesem Let's Play. Und natürlich auch das ganze Gold hier einsammeln. Schön alles mitnehmen. Denn das Gold hat nicht nur einen Sammelcharakter. Nee, da können wir uns gleich auch nach den Missionen, beziehungsweise vor den Missionen, Equipment kaufen. Und je mehr Gold wir haben, umso besseres Equipment können wir natürlich in die Mission mitnehmen. Oder umso mehr Equipment, zum Beispiel, was weiß ich, nicht nur ein Schwert, sondern auch vielleicht ein paar Heiltränke. Und da wir auf schwer spielen, möchte ich das natürlich auch haben. Und ich glaube, da hoch kommen wir aktuell noch nicht. Nee, dann ist hier erstmal Sackgasse, das war nur fürs Gold. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Bin ja auch mal gespannt, wie viele von euch dann Enclave wirklich kennen. Oder ob ein Großteil von euch schreibt, ey, Spiel habe ich noch nie gesehen, finde ich aber geil. Will ich auch mal spielen. Weil ich halt immer so das Gefühl, das ist eher so ein Nischentitel, das halt niemand wirklich gespielt hat. Was ich extrem schade finde, weil es ist echt gut. Allein für die damalige Zeit und spielt sich auch heute noch gut. Ich finde das auf einem ähnlichen Level wie Dark Messiah of Might and Magic. Das kam ja auch vor Ewigkeiten raus und ist heute immer noch der Knaller. Das ist auch so ein cooles Spiel. Da plane ich auch gerade Challenge Runs dazu. Da muss ich mir mal überlegen, was ich denn da Schönes machen kann. Okay, heute mal hier kurz einen Heiltrank trinken. Und wir haben auch schon 70 Gold. Das war ein bisschen ambitioniert von da oben. Aber vielleicht hat er auch Only abgespielt. Und hat's verkackt. Die Schlagkombinationen sind natürlich jetzt nicht so ausgeklügelt wie in einem Jedi Knight. Also das ist wirklich meiste Zeit nur draufhauen. Aber dadurch, dass es auch sehr viele Fernkampfwaffen und noch andere Klassen gibt, variiert sich das Spiel dadurch so ein bisschen. Werden wir dann auch gleich noch sehen, sobald wir eine neue Klasse haben. So, guck mal, auch schon 90 Gold hier. Alles easy, alles mitnehmen. Ich
Ich hoffe, die letzten 10 werde ich jetzt auch noch finden. Das ist nämlich immer das Ärgerliche, wenn man das Level geschafft hat und dann irgendwo 5 Gold. Oh, Frosch mal, Entschuldigung. Wenn einem dann irgendwo 5 Gold oder so fehlen. Dann sucht man das ganze Level ab und dann denkt man, wo habe ich es verpasst? Keine Ahnung. Aber das sind die letzten 10. Und leider gibt es auch ab und zu Situationen, wo man Gold nicht mehr einsammeln kann, weil man es verpasst hat. Oder es sogar runterfallen kann. Weil manche Gegner droppen Gold und wenn die Gegner runterfallen, ist das Gold verloren. Dann muss man die gesamte Mission nochmal neu starten. Das ist dann super, super ärgerlich. Aber das wird uns natürlich nicht passieren. Das sind gute Spieler. Räum's. So, kommen sie herunter. Ork-Bombardier. Das sieht man auch schon, der hat eine bisschen bessere Rüstung als die sonstigen Orks. Aber das wird gar kein Problem. Der nutzt aber sein Schild gerade ziemlich gut. Vielleicht soll ich mein Schild doch nutzen. Sehr schön. Schlüssel zum Aufschließen. Ich nehme mal noch einen Heiltrank zur Sicherheit. Weil die Mission ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Muss ich ja nicht hin? Da lang. Bin mir gerade nicht sicher. So, da ich das Spiel noch so ein bisschen kenne, weiß ich, dass da oben jetzt einer kommt. Und dann ballern wir einfach runter hier mit der Armbrust. Ja, im Nahkampf vielleicht nicht mit der Armbrust. Dann eher so drauf. So. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Spiel Woon. Falls das jemand von euch kennt. Das war auch ein sehr interessantes Spiel. Schlägt auch in eine ähnliche Kerbe, finde ich. Auch ein tolles Let's Play-Projekt. Aber schauen wir mal erstmal, wie es mit den aktuellen läuft. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Das sind wir hier mit einer schönen, einem heißen Pfahl, mit einem heißen Stab. Hübsch hier draußen. Aber erledigen wir mal den Hauptmann. Ich werde mal die Ads, die er hat, so mit der Armbrust vielleicht erstmal ausschalten. Weil da ist auch ein ziemlich gefährlicher Bogenschütze da hinten, der mit seinen Multipfeilen ziemlich dolle Aua machen kann, wenn er uns trifft. Dem will ich nicht zu nahe kommen, weil je näher wir drankommen, umso höher ist die Chance, dass er mit allen Pfeilen trifft. Das ist ja der einfachste Mathematik. Ah, oh Gott. Deswegen lieber mit der Armbrust hier schießen. Ist gar nicht so leicht zu treffen. Also ich sehe, ich mache irgendwelche Schadenszahlen, ploppen da auf. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aua. Jetzt hat er mich glatt mit einem Feuerpfeil hier getroffen. Gut, und dann kümmern wir uns mal um den Hauptmann. Das ist ein richtig dicker Ork hier. Mit einer schönen Stachelfrisur. So richtig schön mit Zuckerwasser wahrscheinlich in die Höhe gestellt. So wie die Punks früher. So, nimm das. Und da haben wir es schon. So, muss ich die Ads ausschalten? Gehören die Ads dazu? Könnte sein. Oh, hoffentlich ist die Mission jetzt nicht irgendwie verbuggt. Ich treffe nichts. So, dankeschön. So, habe ich gewonnen. Yes, sehr schön. Schafft mal. 100 neue Goldstücke und 25 Goldstücke als Belohnung erhalten und die nächste Mission freigeschaltet. Eskortiert Markus. Oh, das ist eine schöne Mission. Die war so ein bisschen mehr Open-World-mäßig. Das ist ein bisschen offener. Ja, Open-World ist zu viel gesagt. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet und ich glaube, den werden wir auch gleich mal benutzen. Gucken wir uns gleich mal an. Nach der Cutscene? Ich glaube, es kommt eine Cutscene. Ihr habt uns große Dienste erwiesen. Diese brutalen Eindringlinge abzuwehren, obwohl ihr in Gefangenschaft wart, war zumindest sehr kühl. Ist das nicht diese Person, die wir ins Gefängnis werfen ließen? Du erwartest, dass wir diese Leute für loyal halten, obwohl sie nicht einmal die Steuern zahlen, die sie uns schulden? Ist übrigens sehr wichtig, dass die Prinzessin halbnackt ist. Das ist Tradition in dieser Familie. Es ist wahr, ihr habt ein Verbrechen gegen uns begangen. Und doch scheint ihr gewillt zu sein, eure Loyalität gegenüber Zelenheim zu beweisen. Daher mache ich euch ein Angebot. Wenn ihr uns weiterhin dient und unterstützt, dann sollt ihr rehabilitiert sein und fürhin als ehrenvolle Krieger gelten.
In der Stadt Celadia gibt es einen Händler namens Markus. Er ist für die Enklave sehr wichtig, da er der letzte Händler ist, der sich bereit erklärt, die Kluft zu überqueren und uns mit dringend benötigten Waren zu versorgen. Er ist unsere einzige Hoffnung, wenn wir den immer häufiger werdenden Raubzügen der Dregatar standhalten wollen. Man berichtete mir, dass die Dregatar seine Konvois überfielen und versucht haben, ihn zu töten. Er muss geschützt werden. Ohne ihn werden wir nicht mehr lange überleben. Okay, ihr habt den richtigen. Ich mag halt zum einen das Artdesign vom Spiel. Also wenn ihr euch gerade diesen Rat hier angeguckt habt mit den die Königin und die Berater. Das sah halt sehr geil aus. Und ich mag auch die Sprecher. Also ich finde die qualitativ echt gut. Dann gehen wir ins Dorf Celadia. Eskortiere Markus. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt hier eine neue Möglichkeit. Die Jägerin. Die werden wir auch gleich mal auswählen. Und die hat tatsächlich als Nahkampfwaffe nur einen kleinen Dolch. Das heißt, hier werden wir uns natürlich auf den Fernkampf, so gut es geht, spezialisieren. Und die Besonderheit hier ist, man hat verschiedene Arten von Pfeilen. Und da werde ich natürlich mal so ein bisschen auswählen. Ich habe jetzt mal 60 normale Pfeile, 30 Feuerpfeile, 15 Granatpfeile, die bei Berührung explodieren. Und 30 Distanzpfeile, die so ein bisschen Sniper-mäßig funktionieren. Werdet ihr aber gleich sehen. Die Armbrust lasse ich mal noch weg, die könnte man noch zusätzlich mitnehmen. Allerdings möchte ich lieber den Bogen haben und eine Nahkampfmöglichkeit. Tränke und Rüstung, ich glaube Rüstung können wir uns eh aktuell nicht leisten. Von daher schauen wir mal, gehen wir einfach mal in die Mission rein. Das Dorf Celadia auf Königin Alindels Befehl wurdest du nach Celadia geschickt, um den Händler Markus beizustehen. Dregatar haben seine Karawanen geplündert, seine Schätze und sein Geschäftsbuch gestohlen. Eskortiere ihn durch das Dorf. Begleite Markus, finde das Geschäftsbuch, finde den Schlüssel zum Stadttor. Begleite Markus zum Stadttor. Markus muss überleben. Ist also quasi eine Eskortmission. Und ich hoffe, die ist auch schwer, nicht so schwer. Guckt ein bisschen grimmig. Okay, ich wechsle mal direkt zum Bogen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich Pfeile wechsle. Ah ja, mit E. Sehr gut. Und was man beim Bogen auch machen kann, ich kann Pfeile quasi auf der Sehne ablagern. Jetzt seht ihr links oben, ist die Pfeilanzeige voll. Hier ein bisschen Gold. Was es bedeutet, ich schieße gleichzeitig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Pfeile gleichzeitig. Was fast jeden Gegner, wenn ich nah genug dran stehe, one-hittet. Die Krux an der Sache ist allerdings, ich muss halt auch treffen. Ah, da kommt ein Wagen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir den anderen Weg gehen. Und ich glaube, das Tor ist auch verschlossen. Da ist ein Werwolf. Das ist so ein kleiner Miniboss vom Level. Aber wir kriegen das schon hin. Ah, du bist also der Geleitschutz, um den ich gebeten habe. Sehr gut. Ich bin Markus, der Händler. Die Banditen haben meinen Wagen geplündert. Stimme kennt man auch. Daher brauche ich deine Hilfe, mein Kontenbuch zu finden. Außerdem werden wir durch das Stadttor müssen. Deshalb solltest du noch den entsprechenden Schlüssel suchen. Baldig. Wir haben nicht viel Zeit. Einfach weggehauen, den Ork. Das ist so super. Und wie gesagt, ist fast alles One-Hit. Hier kann ich mal die Distanzpfeile, glaube ich, ganz gut zeigen. Kannst und zwar... Du erst nachsehen, ob alles sicher ist? Ja, halt doch mal die Klappe, Max. Und zwar kann man das so dann ranzoomen, wie mit einem Snipergewehr, bloß ohne Visier. Und dann werden sogar einzelne Partien vom Körper angezeigt mit Rüstungsschutz. Also hier zum Beispiel Leder, Haut, Platten, Haut. Und das ist halt geil. Das habe ich so in einem Spiel tatsächlich auch noch nie gesehen. Und dann können wir einfach schießen und so ein Kopfschuss macht halt auch einfach mal 300 Schaden. Allerdings ist, wenn die Viecher sich bewegen, alles ein bisschen schwierig zu treffen. Aber wie Toyota immer sagt, nichts ist unmöglich. Oh, vielleicht, na. Okay, jetzt mal die Sprengpfeile kurz testen. Ja, fast getroffen. Also auch 100 Schaden. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, Fernkämpfer können sehr, sehr OP sein in dem Game. Wenn man die Pfeile richtig einsetzt. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Spiel vertraut macht. Aber das finde ich ja gerade schön. Dass die Klassen auch unterschiedliche Vor- und Nachteile haben und eben der Fernkämpfer absolut Käse im Nahkampf ist. Aber im Fernkampf halt alles wegrotzt. Oh, den hat es jetzt gar nicht gekillt, warum auch immer.
Der hatte wohl schon ein bisschen Rüstung. Hier gibt es übrigens ein kleines Secret, wenn man die Treppe hier kaputt schießt. Auch auf sowas muss man im Spiel kommen. Also wie gesagt, die Goldverstecke sind echt mies in manchen Missionen. Das ist schon ein bisschen gemein hier und da. Aber wir werden natürlich alle finden, weil wir krasse Pappnasen sind. Jetzt muss ich überlegen, will ich hier runter? Da war wieder der Werwolf. Weil ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wo es hier überall Goldverstecke gibt. Das war die Abkürzung zum Anfang auf jeden Fall. Ich nehme mal kurz die Feuerpfeile. Die kann ich auch so auf die Sehne spannen wie die normalen Pfeile. Mach mal nicht ganz so viel, weil die Feuerpfeile natürlich mehr Schaden machen. Und dann gehen wir erstmal noch da lang, bevor wir zurück zu Marcus gehen. Weil ich will hier schon mal ein bisschen alles ein bisschen sicher machen. Weil ich will natürlich nicht, dass Marcus irgendwie blöd drauf geht, kurz vor Ende der Mission. Und wir dann den ganzen Kram nochmal machen müssen. So, ich nehme mal kurz normale Pfeile. Ich gerade nicht genau weiß, was uns hier erwartet. Hier noch ein bisschen Gold. 150 in dieser Mission, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen was. Hier kann ich, glaube ich, nochmal die Abkürzung aufmachen. Ja. Damit müsste man jetzt von allen Seiten überall hinkommen. Das ist, glaube ich, schon mal von Vorteil. Ich glaube, wir gehen da hoch. Ich muss mich gerade kurz orientieren. So ein bisschen verwirrend, das Level. Erstmal da lang. Erstmal hier kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gab. Nee, da kommt man dann später mit Marcus hin. Übrigens auch eine coole Sache, so Kleinigkeiten, die komplett unnötig sind. Man kann random so ein Schild runterschießen. Das ist halt auch alles interessant. Okay. Und bam. Oh Gott. Ja, so. Das kann dann halt relativ schnell passieren. Dass so, oh Gott, oh mein Gott. Du, dass Pfeile schnell mal daneben gehen, wenn man zu nah dran steht. Weil die Pfeile dann doch ein bisschen anders fliegen, als man erwartet. Können wir mal nach oben. Tatsächlich erinnert mich so ein bisschen auch an so ganz alte Unreal Tournament Maps. Also Unreal Tournament 1. Das wäre auch eine gute Unreal Tournament Map. Oh, hier haben wir unseren ersten Kristall. Die funktionieren genauso wie die Goldsäcke, bloß dass sie mehr wert sind. So ein Goldsack ist ja 5 Gold wert. Und ich glaube ein Rubin 50? Jawohl, 50. Und da gibt es auch noch verschiedene Abstufungen. Es gibt später auch noch Smaragde, Rubine, Saphire, Diamanten und so weiter. Die dann alle auch noch sehr wertvoll sind. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir die auch alle finden. So, ich werde mal kurz in den Nahkampf gehen. Wir haben hier den Dolch. Wie ihr seht, der macht halt nur sehr, sehr wenig Schaden. Aber manchmal gibt es keine andere Wahl, als mit dem Dolch in den Kampf zu gehen. Das ist aber mehr so Fuchteln. Also man merkt nicht, dass sie irgendwie eine Dolchausbildung hatte. So. Gut. Hier können wir mal wieder einen Distanzpfeil nutzen und einfach bam. Den Kopf schießen. Ist hier noch ein zweiter? Ich meine, hier war noch ein zweiter. Ich rüste mal den Sprengpfeil nochmal aus. Hier liegt der Schlüssel, den Marcus braucht. Den kann Marcus aber, glaube ich, nur selbst aufsammeln. Weiß gar nicht, ob das so smart war, hier schon hochzugehen. Werden wir aber gleich sehen. Komme ich hier überhaupt raus? Ich komme raus, aber ich glaube nicht mehr rein. Egal. Gehen wir erstmal wieder zurück zu Marcus. Wir haben soweit alles erstmal geklärt. Und schauen wir mal, was der jetzt hier macht. Ich benutze hier auf den engen Räumen auf jeden Fall die Sprengpfeile weiter. Weil da brauche ich nicht so genau zielen. Selbst wenn ich vorbeischieße, kriegt der Gegner vielleicht noch Schaden. Und uns fehlen nur noch 5 Gold. Schaut mal, das ist doch echt nicht schlecht. Das ist doch echt nicht schlecht. Bam! Der hat wohl keinen Bock. Okay, wir haben 4 Heiltränke. Das können wir mal nutzen. Und Marcus holt direkt auch schon sein Büchlein. Ah, sehr gut. Seelenheims Wirtschaft hängt von diesem Buch ab. Ohne meinen nachlässigen und nutzlosen Bruder Loris hätte ich es niemals verloren. Nun hilf mir, auf die andere Seite des Dorfes zu gelangen.
Okay. Das ist so eine Sache. Da weiß ich nie, ob mir das gefallen soll, aber jetzt spawnen neue Gegner. Pass auf, vielleicht haben Marx sie einen Hinterhalt vorbereitet. Jetzt halt mitkommt. Finde ich in meisten Spielen nicht so geil. Ich glaube, hier stört es mich aber gar nicht. Oh, ich habe keine Sprengpfeile mehr, sehe ich gerade. Shit. Haben jetzt alle verpulvert. Müssen wir mit... Ha, verpulvert, Sprengpfeile. Ha, versteht ihr? Dann müssen wir jetzt mit den anderen Pfeilen zurechtkommen. Aber wir haben auch nicht mehr... Oh, shit. Marcus, nicht sterben. Nicht sterben durch das Fass. Den kriege ich doch mit einem Distanzpfeil. Ah, komm schon. Okay, ich glaube, ich muss da nochmal nach oben. Weil, wenn ich mich recht erinnere, hatte der auch... Schau dich weiter nach dem Schlüssel um. Hatte der auch nochmal Gold dabei? Ja, der hat Gold dabei. Das heißt, wir müssen sowieso nochmal hoch. Okay, wo ist denn Marcus jetzt hin? Hier. Verdammt. Tür ja, ist jetzt komm. Finde einen anderen Weg hinein. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr durch die Tür durch. Sehr schön. Wir müssen nochmal kurz hoch, aber ich muss ja sowieso hoch wegen den letzten Goldstücken. Also alles safe. Alles safe. So, hier so lang, da so lang. Meins. Und dann gehen wir hier nochmal über die Dächer. Ja, also total wie so eine alte Unreal Tournament Map. Unreal Tournament müsste ich auch mal wieder spielen. Das war toll, das Originale. Ist das eigentlich noch indiziert? Wahrscheinlich ist das noch indiziert. So, hol dir mal deinen Schlüssel. Der Schlüssel. Hervorragend. Ich wusste, da kommt noch ein Gegner. Oh, Marcus, rennt bitte nicht in meine Feuerpfeile rein. Ich weiß nämlich nicht hundertprozentig, ob es Friendly Fire gibt. Und wie ihr seht, wir haben 150 Gold. Das heißt, wir bewegen uns wieder Richtung Ende des Levels. Aber hier kommt noch ein Mini-Boss, der echt derbe reinhauen kann. Aber nicht, wenn wir ihn einfach mit Feuerpfeilen one-hitten. Gute Arbeit. Aber die Waren, die Sie mir gestohlen haben, fehlen noch immer. Es könnte sein, dass Sie in dem verlassenen Tempel hier ganz in der Nähe versteckt sind. Ich brauche deine Hilfe, um diese Dregata ein für alle Mal loszuwerden. Ich werde das Tor für dich öffnen. Sehr schön. Damit haben wir die Mission zu 100% abgeschlossen. 150 Goldstücke und nochmal 150 Goldstücke als Belohnung, also 300. Und wir haben den verlassenen Tempel freigeschaltet. Auch wieder eine sehr schöne Mission. Die wir uns aber erst das nächste Mal anschauen. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wie immer, liken, abonnieren, bewerten. Ihr wisst, Algorithmus und so weiter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.